So, für den Rest wechseln wir mal ins Visual Studio, nicht erschrecken. So, das ist das besagte Programm von eben. Wir haben die Standard FFX, wir haben hier die Main. Und wir fügen jetzt einfach mal eine neue Klasse hinzu. So, meine neue Klasse. Und die wollen wir auch direkt verwenden. Wir machen einfach mal eine Variable rein, damit sie auch ein bisschen Speicher hat. So, ich habe das Projekt übrigens mal CPP Build Prozess genannt. Da sind wir jetzt. Und wir wollen jetzt die neue Klasse verwenden. Wir machen also. So, ich habe es mal großgezogen. Wir bauen das jetzt mal. Und er sagt uns natürlich, wir haben Fehler. Hat es ja auch hier schon unterstrichen. Und jeder, der es gemerkt hat, wir haben natürlich die Klasse nicht eingebunden. Wir müssen also auch hier ein Include setzen. Was wir dann also jetzt gemacht haben. Einmal neu bauen und voilà, alles ist gut. Keine Fehler. Das ist der normale Weg, wie man das macht. Wir könnten aber genauso gut sagen, außer dem Include, wir kopieren einfach aus der Datei alles raus, fügen es hier rein, speichern es und kompilieren es nochmal. Und es funktioniert auch. Wir haben nämlich jetzt genau das gemacht, was der Präprozessor machen würde. Er nimmt das Include und ersetzt es einfach durch das, was in der H-Datei steht. So, und das Ganze wollen wir uns jetzt nochmal schematisch angucken. So, wenn wir irgendeine beliebige C++-Datei haben, dann stehen da verschiedene Includes drin und für jedes Include wird es einfach vom Präprozessor einmal da reingenommen. So, und jetzt mal abgesehen davon, dass das hier eine C++-Datei ist, hier sind ja überall nur die H-Dateien. Was ist denn jetzt eigentlich mit den ganzen C++-Dateien? Ich habe ja auch noch eine Klasse 1.cpp, Klasse 2.cpp, Klasse. Oh, hier sollte eigentlich 3 stehen. 3.cpp und Klasse 4.cpp. Was ist denn mit denen? Dafür merken wir uns am besten einfach mal dieses Bild hier. Das sind CPP und da werden ganz viele H-Dateien reingemacht.